Hallo, als Ingenieurin und Ingenieur müssen Sie öfter Texte erstellen, sei es kürzere Texte wie ein Protokoll oder eine Praktikumsauswertung, bis hin zu längeren Texten wie Ihre Abschlussarbeit. Ich lese ziemlich viele von diesen Texten und viele von denen sind auch völlig in Ordnung, aber es gibt so ein paar Sachen, die mir immer wieder auffallen und daraus habe ich mal die 10 beliebtesten Fehler herausgesucht, die es bei Erstellen von Texten so gibt. Das erste Problem kann gleich sein, dass das Ziel Ihrer Arbeit nicht genannt wird. Was hat vorher nicht funktioniert? Warum haben Sie mehrere Monate an dem Problem gearbeitet? Sie haben die Arbeit vielleicht bei einer Firma durchgeführt und die hat Ihnen einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, einen Rechner, Messgeräte, Beratung durch die Kollegen, Gehalt. Warum haben die das investiert? Also, bitte im ersten Kapitel Einleitung nennen, was der Stand vor Ihrer Arbeit war. Was war das Problem? Was war die Aufgabe? Und dann im letzten Kapitel, Zusammenfassung, sollten Sie noch mal kurz das Ziel nennen und das Fazit, das Ergebnis Ihrer Arbeit angeben. Ja, Einleitung, Zusammenfassung, damit sind wir gleich bei der Gliederung. Die ist sehr wichtig. Die Gliederung soll mir als Leser helfen, damit ich die Arbeit verstehen kann. Und da gibt es jetzt nicht so ein richtiges Patentrezept. Jede Arbeit ist anders und man kann auch auf verschiedene Weisen sinnvoll eine Arbeit gliedern. Am besten, Sie besprechen das mit Ihrer Betreuerin oder Ihrem Betreuer ab und bitte auch keine Vorlagen irgendwie blind kopieren. Ich weiß, dass so eine Vorlage sehr verlockend ist. Ich habe überlegt, aber trotzdem mal hier drei Vorschläge gemacht. Trotzdem in Rot nochmal, bitte nicht kopieren. Also, erste Möglichkeit als Beispiel für eine Struktur. Worum geht es? Einleitung wäre das erste Kapitel. Dann Grundlagen. Was muss ich als Leser als technischen Hintergrund wissen, was jetzt nicht Allgemeinwissen für mich als Ingenieur ist? Dann das Konzept der Arbeit. Hier beginnt das, was Sie jetzt gemacht haben. Wie sind Sie vorgegangen? Gab es verschiedene Möglichkeiten? Welche haben Sie davon genommen? Warum haben Sie sich so entschieden? Umsetzung. Was genau haben Sie jetzt gemacht? Beschreiben Sie, welche Tätigkeiten Sie gemacht haben. Haben Sie dabei was entwickelt? Ist irgendwas entstanden? Hardware, Software? Dann könnte sowas wie Verifikation kommen. Wie haben Sie jetzt überprüft, dass das, was Sie dort umgesetzt haben, auch wirklich funktioniert? Und zum Schluss eine Zusammenfassung. Das sollte nochmal alles beschreiben. Im Prinzip, die Vorstellung ist ganz gut, dass nur diese ein bis zwei Seiten vielleicht gelesen werden. Dann kommt ein Anhang mit Literatur, Bildverzeichnis, Abkürzungen. Ja, Glossar kann man machen, wird von manchen Prüfern gewünscht. Am besten fragen Sie nach, wie das bei Ihnen gewünscht wird. Anderes Beispiel, selbes Grundprinzip, Einleitung. Jetzt haben wir hier wieder so Grundlagen, zum Beispiel hier Verfahren zur Temperaturmessung. Dann kommt auch wieder, was von Ihnen gemacht wird, Analyse der vorhandenen Messvorrichtung. Jetzt kommt das Konzept, vorgehensweise bei der Überarbeitung. Jetzt kommt hier das, was Sie durchgeführt haben. Jetzt mal aufgeteilt in Hardwareentwurf, Softwareentwurf, Inbetriebnahme, Zusammenfassung, Anhang. Selbe Grundprinzip wie beim Vorschlag 1. Aber jetzt ein bisschen anders, weil Ihr Problem vielleicht anders ist. Drittes Beispiel, Grundprinzip wieder dasselbe, Einleitung als Hintergrund, Rauschreduktion von Audiosignalen, weiterer Hintergrund, dieser Signalprozessor PX45, jetzt kommt im Prinzip, was man auch Konzept nennen könnte, Auswahl eines Algorithmus, Umsetzung auf Signalprozessor, Ergebnisse, Zusammenfassung, Anhang. Und das ist halt so das Grundprinzip, das müssen Sie auf Ihre Arbeit übersetzen und das ist ein wesentlicher Teil Ihrer Leistung bei der Erstellung eines Textes, dass Sie so ein Prinzip für eine Gliederung umsetzen können auf Ihr konkretes Problem. Dritter Fehler, den ich häufig sehe. Voraussetzungen, Grundlagen, Grundbegriffe werden gar nicht genannt. Ganz klares Problem. Sie haben sich mehrere Monate mit einem Problem beschäftigt. Sie können sich damit super aus. Sie sind Experte, ich aber nicht. Und hinzu kommt, gerade wenn Sie in größeren Betrieben sind, in Konzernen sind, da gibt es manchmal so eine eigene Sprache, so ein Slang. Dazu dient das Kapitel Grundlagen. Das heißt, da erklären Sie mir oder anderen Lesern das erforderliche Hintergrundwissen. Abkürzungen, Spezialbegriffe werden beim ersten Gebrauch erklärt. Danach sind die bekannt, Sie können die verwenden. Aber denken Sie daran, auch ich habe ein begrenztes Gedächtnis. Wenn Sie das länger nicht verwenden, vielleicht noch mal darauf hinweisen. Das ist immer ganz nett, das ist immer, freut mich als Leser, das hilft mir. Und Sie wollen mir ja einen Text schreiben, den ich gut lesen kann. Also,
Hierzu wird die XY-Methode verwendet, siehe Abschnitt 2.3, netter Hinweis, habe ich da oben erklärt. Auch unnötige Abkürzungen können Sie mal überlegen, ob man nicht Sachen ein bisschen klarer schreiben kann. Also bei Ihnen im Konzern gibt es eine Abteilung PQ7, aber vielleicht ist es sinnvoll, wenn Sie einfach im Text das als Qualitätsabteilung bezeichnen. Sie sollten vielleicht sagen, dass die PQ7 heißt, das können Sie einmal machen, aber vielleicht ist das für mich besser lesbar, wenn Sie Qualitätsabteilung schreiben. Überlegen Sie mal. Und stellen Sie sich vor, irgendjemand liest mal in 3 Monaten die Arbeit, kann das von dieser Person verstanden werden. Können Sie auch an Laien denken, vielleicht Eltern, Freunde, Studienkollegen, Personalchefs, die sollten die Arbeit und vor allem so die Zusammenfassung, die Ergebnisse halbwegs verstehen können. Die sollten das deswegen verstehen können, da sind wir bei Problem 4, damit klar wird, was sie geleistet haben. Und das ist ein Problem, dass manchmal das nicht genannt wird. Was ist das Ergebnis? Warum kriegen Sie jetzt eine gute Beurteilung? Was haben Sie geleistet? Also nochmal Aufgabe nennen, Herangehensweise nennen und Alternativen beschreiben. Sie haben sich was dabei überlegt. Nennen Sie Vor- und Nachteile. Und dabei muss man jetzt nicht unnötig prahlen, aber auch keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen. Also Textbeispiel, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird. Sie könnten zum Beispiel sowas schreiben im Sinne von: Dazu wurden zunächst mehrere Mikrocontroller auf ihre Eignung untersucht und der ABC123 ausgewählt. Mit diesem Mikrocontroller wurde dann eine Platine entwickelt und bei einem externen Hersteller beauftragt. Also, was haben Sie gemacht? Mikrocontroller untersucht, eine Auswahl getroffen, Sie haben sich entschieden, eine Platine entwickelt und dann zur Fertigung weitergegeben. Das sind ganz klare und wichtige Aktivitäten, die Sie gemacht haben. Das ist bei Ihnen entstanden. Oder auch nochmal für so ein Ergebnis. Damit steht der Firma XYZ jetzt ein Messsystem zur Verfügung, welches die erforderliche Genauigkeit besitzt, um und so weiter. Also, das ist das Ergebnis. Die Firma hat jetzt ein Messsystem, genauso wie sie es wollte, so wie die Aufgabe spezifiziert war. Das ist das Ergebnis ihrer Arbeit. Das haben sie geleistet. Weiterer Fehler, den man ab und zu sieht, zu viele Aufzählungen. Sie schreiben einen Text und keine PowerPoint-Präsentation. Da dürfen Aufzählungen vorkommen, aber nicht immer und überall. Gucken Sie einfach mal, wenn Sie Fachbücher lesen, Lehrbücher, Fachartikel, wie das dort gehandhabt wird. Und das gilt auch für die anderen Hinweise, die ich habe. Also wenn man so ein bisschen mal guckt, wie woanders was beschrieben wird, ist das schon hilfreich für Ihre eigene Arbeit. Punkt 6, Literatur. Sie sollen in der Abschlussarbeit vor allen Dingen zeigen, dass Sie wissenschaftlich arbeiten und dass Sie Ihre Arbeit in den aktuellen Stand der Technik einordnen können. Und ja, es gibt Professoren, die auf die Literaturliste sehen, das tue ich auch. Vielleicht nicht als erstes, aber ich möchte das sehen. Also bitte nehmen Sie sich zum Beispiel am Anfang Ihrer Arbeit, aber auch nochmal in der Mitte, wo Sie die Arbeit schreiben, wo Sie die Entwurfsarbeiten machen, wo Sie Entwicklung machen, nehmen Sie sich da mal Zeit und gucken Sie nach Literatur. Und dann, ja, so typisch sind 10 bis 20 Referenzen, bei theoretischen Arbeiten auch mehr. Das ist so ein typischer Wert, darf auch mal weniger sein, darf auch mal mehr sein. Und dann natürlich auch die Literatur verwenden. Also zum Beispiel durch so eine Nummerierung oder durch so eine Kurzform hier vorne referenzieren, wenn Sie sich darauf beziehen. Und dabei kann es auch sinnvoll sein, wenn Sie etwas zitieren, was Sie nicht verwendet haben, aber was Sie kennen. Also Textbeispiel: In Quelle 3 wird eine Messvorrichtung auf Basis des AD-Wandlers AX49 beschrieben, welche eine Genauigkeit von 0,2% erreicht. Da diese Genauigkeit nicht ausreicht und so weiter. Also, Sie haben sich umgeschaut, Quelle 3, Sie haben da was gefunden, dieser AD-Wandler, aber erkannt, dass das nicht ausreicht und haben sich darum dagegen entschieden. Wunderbar, das ist ein schönes Ergebnis Ihrer Arbeit, sollten Sie nennen. Ja, wo findet man Literatur? Verlässliche Quellen. Das ist wichtig. Literaturrecherche ist nicht einfach eine Google-Suche, sondern das ist eine wirkliche Recherche und da müssen Sie schauen, wo Sie suchen. Also Fachzeitschriften, Fachbücher, Bibliothek gibt es, Datenbanken gibt es. Für Elektrotechnik ist hier diese IEEE-Datenbank eine recht schöne Quelle. Aber auch von Google gibt es die Google Scholar. Das ist eine spezielle Suchmaschine für wissenschaftliche Literatur. Können Sie auch sehr gut verwenden. Bei Datenblättern gibt es vielleicht bekannte Hersteller. Können Sie mal in der Homepage von den Herstellern schauen. Wenn Sie Internetquellen haben, sollten Sie die abspeichern und dann auch möglichst mit so einer Datumsangabe
zitieren. Tipp, heben Sie das auf und vielleicht auch der Arbeit auf einer CD beigeben. Ja, es gibt so Quellen, die sind nicht so gut. Studentische Seminararbeiten kann man machen, aber ja, lieber Fachzeitschriften und Fachbücher. Und auch Wikipedia. Eigentlich nur im Ausnahmefall. Plagiate, ganz wichtiges Ding, ganz großes Problem. Sie dürfen keine fremden Texte übernehmen. Das geht nicht und das führt zum Nichtbestehen der Thesis oder bei kleineren Sachen zu einer deutlichen Abwertung, einer deutlich schlechteren Note. Das sollten Sie vermeiden. Und sowas kann man nachträglich entdecken, sowas kann man ahnden. Es gibt Software dazu, habe ich selber schon benutzt, die findet Plagiate. Also, wenn Sie Gedanken aus anderen Texten übernehmen, das sollen Sie ja, dann nennen Sie die Quelle und formulieren Sie die Inhalte neu. Und da reicht es auch schon aus, wenn Sie am Anfang von einem Abschnitt das zitieren, nach dem Motto, das, was jetzt kommt, das habe ich aus einer Quelle. Wunderbar, genauso soll es sein. Also, der UMTS-Standard zeichnet sich durch 5 Merkmale aus. Quelle 11. Und dann kommen die 5 Merkmale. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Dann weiß ich, dass Sie das nicht selbst ausgedacht haben, sondern dass Sie das natürlich zitiert haben, dass Sie das nachgelesen haben. Und hier kommen dann die Merkmale. Da brauchen Sie nicht bei jedem Merkmal neu die Quellen angeben. Das ist hier einmal vorne direkt definiert. Wörtliche Zitate brauchen Anführungszeichen, gibt es aber bei den Ingenieurwissenschaften selten. Meist wird das umformuliert, meist wird das hier paraphrasiert. Bilder. Ganz wichtig, Bilder sind für eine technische Arbeit oft eine schöne Illustration, aber sie sind Hilfsangabe. Die ersetzen keine Erläuterung. Wie geht das? Jedes Bild kriegt eine Nummer und einen Titel. Also Bildnummer und Titel des Bildes. Dann wird im Text hingewiesen auf das Bild. Also zum Beispiel siehe Bild 3. Dass ich weiß als Leser, jetzt bitte zum Bild 3 schauen. Da ist jetzt gemeint, da ist jetzt beschrieben, was ich hier meine. Und so ein Hinweis ist das Mindeste. Oft ist es besser, wenn Sie nochmal wirklich erläutern, was denn auf dem Bild zu sehen ist. Also mal ein Text. Bild 3 zeigt das Blockschaltbild der in der Bachelor-Thesis entwickelten Steuerplatine. Und jetzt erklären Sie mir, wie ich hier anschauen muss. Auf der linken Seite befinden sich die Signaleingänge für die Drucksensoren der Apfelanlage. Die Sensorsignale werden zunächst in der Vorverarbeitung und so weiter. Also Sie führen mich durch das Bild und erklären mir, was ich dort sehe. Ja, damit kommen wir zu Punkt 10. Und da ist mir aufgefallen, dass manchmal wechselnde Formatierungen verwendet werden. Das sollten Sie nicht machen. Keine verschiedenen Schriftarten mixen. Das sieht sonst irgendwie komisch aus. Also bleiben Sie bei einer Schriftart, Schriftgröße und entweder Blocksatz oder linksbündig. Können Sie beides verwenden, aber entscheiden Sie sich für eins. Hier haben Sie mal so eine Schriftart ohne Serifen, hier eine mit Serifen, geht beides, aber bitte nur eins. Dazu müssen Sie mit der Textverarbeitung umgehen können, mit einem Grafikprogramm umgehen können. Dazu gibt es noch ein eigenes Video von mir. Da können Sie auch nochmal nachschauen, was ich da an Tipps habe. Absatzvorlagen, wichtiges Stichwort, das ist das, was Sie dazu verwenden. Ja, jetzt habe ich gesagt, keine verschiedenen Schriftarten. Da gibt es natürlich Ausnahmen für, wenn es einen guten Grund gibt. Und das ist Programmcode. Programmcode sollte einen anderen Font verwenden, und zwar einen nicht proportionalen. Proportionaler Font, der hat verschiedene Breiten für die Buchstaben. Also hier vorne das I ist schmaler als das C oder das H. Das T ist wieder ein bisschen schmaler. Das ist für Fließtext geeignet. Programmcode hat einen nicht proportionalen Font. Also alle Buchstaben, alle Ziffern sind gleich breit. Das wäre zum Beispiel Kurier, eine solcher Schriftart. Ja, und einen habe ich noch. Ich hätte zwar 10 versprochen, aber gibt noch einen extra drauf als Bonus. Falsche Leerzeichen. Manchmal sieht man Text, da sieht man so doppelte Leerzeichen, wo dann beim Schreiben nicht genau aufgepasst wurde und mehr Leerzeichen verwendet wurden als nur einer. Das ist irgendwie ein bisschen störend, das ist mangelnde Sorgfalt, sollten Sie vermeiden. Auch bei Satzzeichen, nach der öffnenden Klammern kommt kein Leerzeichen, vor der schließenden kommt kein Leerzeichen und auch vor dem Komma kommt kein Leerzeichen. Das kann man global suchen und ersetzen. Suchen Sie einfach nach 2 Leerzeichen und dann immer ersetzen mit einem Leerzeichen. Aber aufpassen, wenn Sie Programmcode haben, da wollen Sie ja gerade einrücken, da nicht ersetzen. Ja, das waren die 10 beliebtesten Fehler und meine Bitte, das sind alles Hinweise, nehmen Sie das nicht als Rezept, vor allem nicht die Gliederungen
und ich wünsche Ihnen damit viel Erfolg für Ihre Abschlussarbeit.